So, willkommen zur letzten Folge dieser Session, ne? Ah, Wasser. Ich danke euch. Ihr müsst Vilja, die Baroness von Mascarell, aufsuchen. Sie wird wissen, wo sich der Prinz aufhält, denn er überlebte die Schlacht, das Massaker. Ohne die Verstärkung der Mordrays fielen die Orks wie die Panzerwölfe aus Zuraknar über uns her. Der Prinz gab noch das Signal zum Rückzug, dann durchbohrte mich eine orkische Klinge. Wenn er bis Mascarell gekommen ist, wird er bestimmt versuchen, bei der Baroness Vilja Zuflucht zu finden. Sie ist seine... Oh. Dich konnte ich nicht retten. Doch noch ist... Wo zum Geier soll ich das noch unterbringen? Wo müssen wir denn schon wieder hin? Oh ne, oder? Das Problem ist, ich sehe einfach auch kein Portal oder sowas. Ne, nicht da. Oh, die Düne. Gibt's doch gar nicht. Ja, den ganzen Weg jetzt wieder hochlaufen ist natürlich auch ein bisschen müßig. Orks. Ihr nervt, ihr stinkt. Und wenn man euch umbringt, zerfallt ihr nicht mal zu Staub. Ja, sehr schön. Ah, diese Dünen.
cool, dass die Skelette erstmal mit mir kämpfen. Wenn ich dich von diesem Elend erlöse. Was ist denn das jetzt schon wieder an Dorn? Wieso bebt denn das? So, da sind wir auch schon. Wieder zurück. Nee, aufs Skelett habe ich keine Lust. Ah, ich wollte mir mal kurz noch die Ecke ansehen. War hier noch irgendwas Special-mäßiges? Auch nicht weiter. So. Ja, im Prinzip können wir auch gleich nach Norden weiter durchlaufen. Abkürzung wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Lass bei der Straße ein wenig folgen. Ja, toll. Wir sind gleich bei der ersten Ortschaft. Sehr gut. Ich hoffe, hier gibt es eine Brücke. Obwohl, wir können ja auch fliegen. Questgeber? Nein, du noch nicht. Erstmal der Händler, please. Dies muss das ankarische Zentrum der Langeweile sein. Okay, der kann weg. Kann auch weg. Was haben wir momentan? 47. Zack, zack. Gut, dann gehen wir erstmal über die Brücke und nehmen da die erste weitere Nebenquest an. Ich glaube, ich bleib bei Schwert und Schild. Markus von Porto Drago. Hallo, Amonchi. Ich bitte euch, bringt diese Botschaft zu meiner Angebeteten Daniel van Berg in Porto Drago. Ich wurde ins ferne Grenzland zu Orkwüst abkommandiert und konnte meiner Liebsten nicht einmal Lebwohl sagen. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern, doch ich warte. Wenn ich zurückkomme, will ich Gold sehen. Oh, das ist easy peasy. Ja.
Drache. Welch schreckliche Nachricht, und doch ist es ein Zeichen seines Lebens. Was mag ihm in dieser Wüstenei alles widerfahren? Solltet ihr ihn nie wieder sehen, so gebt ihm doch diese Locke von mir und nehmt dies für eure Mühen. Alter. Wenn ich gerade mal so bedenke. Wie groß. Wie fucking groß, Alter. Scheiße. Okay, was hast du, mein Freund? Holt meine Tänzerin vom Friedhof ab. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich warte auf meine Tänzerin. Bitte sucht sie. Beginnt eure Suche auf dem Friedhof. Folgt den abgeknickten Zweigen. Auch wenn das Ganze so aufregend klingt wie eine Bibelstunde. Ich bin dabei. Tänzerin der Toten. Das sind jetzt die Quests hier. Das ist ja okay. Wundervoll, das habt ihr gut gemacht. Vielleicht könnt ihr auch demnächst mein Hühnchen vom Steinbruch oder meinen Architekten im Wald abholen und immer schön den abgeknickten Zweigen folgen. Nun schaut nicht so verwirrt. Oh, wie gut, dass ihr hier seid. Euer Ruf eilt euch schon voraus. Merzt eine Bande Marodeure in ihrem Unterschlupf aus. Unsere schöne Gemeinde Porto Draco wird seit geraumer Zeit von dieser Schar merkwürdiger Räuber heimgesucht. Sie greifen präzise und äußerst taktisch wie Soldaten an. Nicht wie ein verwahrloster Haufen von Gesetzlosen, sondern mehr wie die Satyre, die es ja seit kurzem so viel gibt. Ihr Unterschlupf liegt in den Bergen zum Lindwurmpass. Bitte bereitet der Sache ein Ende, bevor dies die Basis für eine noch größere Bedrohung wird. Das hört sich an, als könnte es ganz amüsant werden. Und blutig. Vor allem blutig. Ich dachte, dass da unten ist der Lindwurmpass. Ist das hier oder eigentlich, oder wird? Naja. Nicht nett, Madame. Alarm! Alarm! Vorwärts! Demon Ray muss ganz schön verzweifelt sein, wenn er sowas wie dich in seine Dienste nimmt. So, da unten der Typ, ne? Ergib dich! Zu mir! Ich krieg's nicht mal auf, na klasse. Also irgendwo wieder einen Schlüssel finden. Mordray muss ganz schön verzweifelt sein, wenn er sowas wie dich in seine Dienste nimmt. Ja, ob wir noch ein Level abschaffen in der Folge?
Auf! Weiß deine Mama eigentlich, was du hier treibst? So. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier rein. Ja, geht doch. Hallo. Weglaufen bringt nichts. Du stirbst nur erschöpft. So. Haben wir das geschafft? Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht, okay. Wo kommen wir denn hier hin? Okay, eine Kiste mit nichts. Hey, toll. Theoretisch hätte ich jetzt auch einfach mal langfliegen können, ne? Oder? Geht das nicht? Eigentlich müsste es ja klappen. Ja, wie fast vermutet. Gut, dann gehen wir noch die Quest ab. Gehen nochmal zum Händler wahrscheinlich, ne? Ja. Zu mir! So, guten Tag, Meister. Lichtblick, der Schurke ist tot und ein Schmaus für die Firma. Den Waffenrock des Toten werde ich als Warnung zur Schau stellen. Auf dass jeder wüsste, dass wir uns nicht versklaven lassen. Ich rufe zur Rebellion auf. Hier, nehmt dies als Dank. Was hattet ihr von einer lukrativen Mission, in der ihr alle Geister in unserer Villa ausmerzen sollt? Dient ihr uns in der Sache, diese Geister suchen unser Anwesen von vor Porto Draco seit Wochenheim. Wir brauchen jemanden, der sich traut, dort einzudringen und diese bösartigen Kreaturen der Hölle endlich zu vernichten. Und hütet euch insbesondere vor dem Geist einer besonderen ruchlosen Mörderin. Janina, vernichtet sie, bevor sie euch mit ihren Lügen verhext und in ein kaltes Grab sendet. Tut es und ich werde euch fürstlich entlohnen, wie es sich für einen Cousin der Blutlinie die Morde geziemt. Dieser Auftrag riecht förmlich nach Gewalt. Deshalb bin ich dabei. Ich glaube fast, dass diese Janina eigentlich gar kein böser Geist sein wird. Vernichtet. Gehen wir noch kurz hoch. Alles machen wir kaputt.
Zeit oder Leben! Alarm! Da ich aber auf Pferde-Nahkampf größtenteils verzichten werde, reicht mir das Skill auf Level 3 oder sowas in der Art. Die Leichen mehrere Monster. Flattere mich, ich stehe drauf. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. Und das machen wir dann in der nächsten Session. Spitz, bedanke mich. Bis dann.